W213. Für Mercedes-Fans bedeutet das, die neue E-Klasse kommt. Das Design wird sich in Richtung der S- und auch C-Klasse orientieren und damit bekommt die E-Klasse quasi das neue Familiengesicht. Trotzdem soll die E-Klasse als eigenständiges Auto deutlich erkennbar sein, versprechen die Mercedes-Designer. Spannend, unter der Haube wird der V6 Diesel aussortiert und durch einen neuen Reihen-Sechszylinder ersetzt. Bei den Benzinern vollzieht Mercedes diesen Wandel vom V6 zum R6 zwei Jahre später. Vorteil, die neuen Triebwerke sind teilweise baugleich mit den Vierzylindern und damit günstiger. Das AMG-Modell der E-Klasse wechselt von 5,5 Liter großen Biturbo V8 zum ebenfalls doppelt aufgeladenen 4 Liter V8 aus dem AMG GT. Außerdem wird Mercedes die Plug-in-Hybride weiter ausbauen. Die neue Plattform beschert der E-Klasse weniger Gewicht und etwas mehr Platz zwischen den Achsen und damit viel Raum auf der hinteren Sitzbank. Das wird die Taxifahrer freuen. 2016 soll es losgehen.